Lampenfieber ist mega lästig. Das Gesicht wird rot, der Mund ganz trocken, Fluchtgedanken kommen auf und plötzlich gibt es einen Blackout. In diesem Video bekommst du 6 Tipps im Umgang mit Lampenfieber. Um besser mit Lampenfieber umzugehen, ist es sinnvoll, erst einmal zu verstehen, was genau ist denn eigentlich Lampenfieber? Streng genommen ist Lampenfieber nichts weiter als Angst. Und wenn wir unsere Ängste besser verstehen, dann haben wir den Schlüssel zu uns selbst in der Hand und dann wirken die nachfolgenden Tipps umso besser. Wenn du also das nächste Mal Lampenfieber hast, dann frage dich doch, was genau ist die Angst dahinter? Häufig ist es die Angst, von anderen negativ bewertet zu werden oder dass wir uns blamieren. Aber wie wahrscheinlich ist das denn eigentlich? Statt dich von den körperlichen Veränderungen lähmen zu lassen, sieh sie eher als Energieschub in dir an. Adrenalin macht uns wach und gibt uns Energie. Werde dir also darüber bewusst, dass du gerade in einer ungewohnten Situation bist und dass dir das wichtig ist. Und dann bedanke dich innerlich dafür, dass dein Körper dir jetzt Energie zur Verfügung stellt und schmeiß dich mit aller Kraft in die Situation. Sieh dein Publikum nicht als Feind an und versuche den Fokus von dir wegzubringen hin auf das Thema. Nicht du stehst im Mittelpunkt, sondern das, was du zu sagen hast. Versuche also das Thema so gut wie möglich rüberzubringen und den Rest auszublenden. Ein alter Schauspielertrick ist, wenn du vor einem wichtigen Termin merkst, dass deine Hände zittern, dann unterdrücke das nicht, sondern verstärke das Zittern, indem du deine Hände bewegst. Das führt dazu, dass du die Aufregung leichter akzeptieren kannst und dich nicht zusätzlich stresst, weil du merkst, dass du gestresst bist. Dadurch kannst du etwas Abstand gewinnen und deine körperlichen Reaktionen von außen betrachten, statt dich mit ihnen zu identifizieren. Den größten Fehler, den du machen kannst, ist zu glauben, dass du nicht aufgeregt sein darfst oder dass die Aufregung ein Zeichen dafür ist, dass du es nicht drauf hast und lieber flüchten solltest. Lampenfieber ist völlig normal. Je öfter du in einer bestimmten Situation bist, desto normaler wird diese Situation und desto kleiner wird auch die Aufregung. Deshalb nutze im Alltag, so oft es geht, kleine Möglichkeiten, um deine Komfortzone zu vergrößern. Du kannst zum Beispiel öfter mal im Meeting dich zu Wort melden oder du übernimmst freiwillig eine Präsentation. Zähle einfach innerlich bis 3. 1, 2, 3. Und dann sage, ja, ich mache das jetzt. Denk nicht zu lange darüber nach, denn sonst fallen dir eher 1000 Gegenargumente ein. Aufregung beginnt schließlich im Kopf und da können wir sie auch wieder stoppen. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.